für die großen Pharmakonzerne, die weltweit tätig sind, sind wir auch ein Stück weit Problemlöser, weil die haben sehr spezifische Anforderungen, die wir in der Lage sind umzusetzen. Da war halt Bedarf für Ausrüstung in der Pharmazie. Und da ging das eigentlich auch schon los. Die sind wirklich auf mich zugekommen und haben gesagt, wir brauchen diese Stopfenwaschmaschine. In der Firma, wo ich vorher war, da gab es immer so Schnittstellenprobleme. Also es gab Engineering, es gab Schlosserei, aber es gab keine Programmierung. Und deswegen sollte das alles zusammen sein. Und das war so mein Ziel. Und die Erfindung ist eigentlich die Stopfenwaschmaschine, wie sie sich jetzt hier darstellt, dass man die Stopfen halt in einen Behälter fest isoliert. Und diesen Behälter werden diese Stopfen halt ja gewaschen, sterilisiert, getrocknet und gekühlt. Und dann bleiben die in diesem Behälter und können steril an die Abfüllmaschine transferiert werden. Das ist so im Kern die Erfindung. Wir sehen ja immer diese Bilder, da werden ja andauernd diese kleinen Fläschchen gezeigt, wo der Arzt seine Spritze reindrückt. Und genau wo er seine Spritze reindrückt, da durchdringt er den Teil, den wir hier bei ARTEC waschen und sterilisieren. Das Interessante ist, man kann das ausbauen. Also es kommen immer wieder neue Aspekte der Stoffenbehandlung dazu. Und neben dem Apparatebau, sag ich mal so, oder dem Maschinenbau, haben wir jetzt ja auch ganz neu die Portsysteme. Also das sind halt Klappensysteme, die erlauben, einen Behälter anzudocken und die Klappe zu öffnen zu einem sterilen Raum, ohne dass man die Sterilität verliert. Es ist sicherlich eine Erfindung, aber das registriert man in dem Augenblick gar nicht, wo man das macht. Man kriegt eine Aufgabe, überlegt sich irgendwie was und dass das dann auch einen erfinderischen Hintergrund hat, das merkt man dann erst später. Die ersten Kunden waren dann gleich in der Schweiz, das war Johnson & Johnson, Cilag, dann ging es nach Belgien und von Belgien ging es dann auch gleich nach USA, dann kam dann Japan dazu und jetzt sind wir eigentlich weltweit vertreten. Gemeinsam mit der Hannover Finanz haben wir uns das Ziel gesetzt, natürlich diese Firma noch stärker zu machen, als sie eh schon ist. Das heißt, wir wollen noch weiter unsere Marktposition festigen, neue Produkte etablieren, mit dem Ziel, natürlich auch Wachstum zu generieren, ja, um dann irgendwann mal, ich sag mal, auch gemeinsam dieses Unternehmen irgendwo anders hinzuführen. Der letzte wichtige Milestone ist natürlich jetzt der Einstieg von Hannover Finanz, das ist ganz klar, ne? Ich habe eigentlich immer einen Ansprechpartner, der ist also mindestens 6 Tage die Woche verfügbar, auch spät abends. Da können wir auch Probleme besprechen. Da gibt es ein wirklich sehr gutes Netzwerk, ob es spezielle Rechtsfragen sind, ob es gesellschaftsrechtliche Probleme sind. Also da hat man immer einen guten Ansprechpartner, auch wenn man nochmal einen anderen Sparringspartner braucht für gewisse Entscheidungen. Und da vertraue ich voll und ganz eben auf die Expertise von der Hannover Finanz. Und ich muss sagen, bis jetzt sind die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch das Netzwerk, über das man verfügen kann, durchaus positiv.